Der Cuff Pumpkin ist der einzige Block in Minecraft, den man sich auf den Kopf setzen kann. Das ist falsch, denn in der neuesten Minecraft-Version ist es auch möglich, sich den Jack-O-Lantern-Block aufzusetzen. Und das ist nur der erste von 80 Minecraft-Fakten, die du so 99% noch nicht kanntest. Und demjenigen, der am Ende doch die meisten schon kannte, gebe ich 100 Euro. Was du sicher auch noch nicht wusstest, ist, dass du einen Villager beklauen kannst, indem du ihn killst, während er ein Item in der Hand hält, was er dir eigentlich verkaufen will. Es ist möglich, 3 Pfeile gleichzeitig mit einem ganz normalen, unverzauberten Crossbow zu verschießen. Das einzige, was du dafür tun musst, ist einem geladenen Multishot-Crossbow mit Hilfe eines Grindstones die Verzauberung zu entfernen. Dadurch hast du zwar einen Crossbow, der ganz normal aussieht, aber weiterhin 3 Pfeile gleichzeitig schießen kann. Das Ganze funktioniert übrigens auch andersrum, dass du einen normalen geladenen Crossbow mit Multishot verzauberst und mit dem ersten Schuss nur einen Pfeil verschießt. Wusstest du außerdem, dass du mit nur einem Multishot-Crossbow unendlich Effekte für immer haben kannst? Dafür musst du nur einen beliebigen Effektpfeil im Inventar haben, diesen dann in einen Multishot-Crossbow spannen und gegen einen Block über dir schießen. Dann springst du kurz hoch, um den Pfeil wieder einzusammeln und baust den Block über dir ab, sodass die restlichen 2 Pfeile auf dich fallen und dir den Potion-Effekt geben. Und das kannst du unendlich oft immer mit dem gleichen Pfeil wiederholen. Weil wir gerade von Effektpfeilen sprechen, das Totem of Undying sollte dich ja eigentlich vor jeder möglichen Todesart schützen. Allerdings gibt es eine, gegen die nicht mal das Totem was ausrichten kann, nämlich dem Arrow of Harming, der dir extra Damage gleichzeitig zu dem Fallschaden gibt. Also selbst wenn du ein Totem in deiner Hand hältst und von so einem Fall abgeschossen wirst, hilft dir das Totem auch nicht viel weiter. Ein ebenso interessanter Effekt ist Slow Falling, mit dem jeder Mob als auch du selbst als Spieler langsam zu Boden gleitest, ohne einen Herzfallschaden zu bekommen. Naja, zumindest normalerweise, denn wenn man zum Beispiel ein Pferd reitet, welches den Slow Falling Effekt hat, dann wird dieser einfach ignoriert und das Pferd, so wie du, erhalten den vollen Fallschaden, nachdem du ganz normal nach unten fällst. Okay, später gibt es noch einen Trick, mit dem du unendlich viele Emeralds um sonst bekommst, die du dann verwenden kannst, um bei Villagern Items zu kaufen. Ich wünschte, sowas würde es auch im echten Leben geben, dass man einfach so Geld bekommt. Hä? Sowas gibt es doch schon. Oh, stimmt, du hast recht, dafür gibt's ja Free Cash. Und bevor du jetzt denkst, dass ich nur laber und das eh nicht geht, lass mich dir zeigen, wie du ganz einfach in 3 Schritten Gutscheine für Amazon, Netflix, Spotify, Steam, Minecraft, Fortnite, CSGO, Valorant, League of Legends oder sogar direkt Geld auf deinen PayPal bekommen kannst. Du gehst auf Free Cash und erstellst dir einen Account. Der schwierigste Teil ist jetzt eigentlich schon geschafft, jetzt geht's nur noch ans Geld verdienen. Such dir irgendeine Aufgabe unter Offer aus, wie zum Beispiel das Spiel Dice Dreams und bekomme für jeden abgeschlossenen Schritt Punkte, die du dann in Echtgeld umtauschen kannst. Ich habe mir auf FreeCash zum Beispiel auch die Uber Eats App runtergeladen und etwas zu essen bestellt, wofür ich 14,88 bekommen habe. Der Trick dabei war aber, das Essen hat nur 10 Dollar gekostet, also habe ich umsonst Essen plus noch etwas Geld dazu bekommen. Es geht aber auch noch einfacher, indem du ein paar Umfragen zu verschiedenen Themen beantwortest, wofür du genauso Geld bekommst, aber ich persönlich mag die Aufgaben mehr, wo es am Ende dann auch das meiste Geld gibt. Wenn du jetzt ein paar Aufgaben erledigt hast, kannst du auch schon auscashen. Die durchschnittliche Zeit bis zur ersten Auszahlung liegt bei 17 Minuten. Das reicht, um in der Mittagspause in der Schule schnell mal einen 10 Euro Amazon-Gutschein zu verdienen, denn etwa 10 Euro verdient jeder Nutzer pro Tag. Aber wie bekommt man jetzt das Geld? Ganz einfach, du gehst auf Cashout und hast hier alle Möglichkeiten, deine verdienten Punkte umzuwandeln. Ich selbst habe schon ein paar Punkte gesammelt und hole jetzt einfach mal einen 10 Euro Steam-Gutschein für 11.000 Punkte. Das hier ist der Code zu dem Gutschein, also viel Spaß an den einen, der das gerade einlöst. Und wenn du mir nicht glaubst, dann vielleicht den mehr als 30.000 Bewertungen auf Trustpilot, wo FreeCash 4,6 von 5 Sternen hat, was nicht so schlecht für mich aussieht. Meine ehrliche Meinung, du wirst offensichtlich kein Millionär damit, aber wenn du dich schlau anstellst und etwas Zeit investierst, kannst du dir easy ein paar Mal Gutscheine auszahlen lassen, die du sonst nicht gekauft hättest. Also registriere dich jetzt über den ersten Link in der Videobeschreibung bei FreeCash und bekomm mit meinem Code direkt ein paar extra Punkte für den Start. Danke an dich, wenn du FreeCash mal ausprobierst, denn es ergibt wirklich keinen Sinn, FreeCash nicht mal zu testen. Was genauso wenig Sinn ergibt, ist folgender Fakt. Honigblöcke kannst du ja nicht nach oben springen, da diese zu klebrig sind. Aber aus irgendeinem Grund ist es für Schweine, wenn man sie reitet, kein Problem, Honigblöcke nach oben zu laufen. Das gilt übrigens auch für Füchse, die sich auf Honigblöcken befinden und auf Hühner springen. Und wenn du jetzt sagst, dass die Sprungkraft der Füchse den klebrigen Honig kontert, erklär mir bitte, wie eine Schildkröte, also der langsamste Mob in Minecraft, ganz easy den Honig hochklettern kann. Einige von euch sollten schon wissen, dass wenn man Creeper mit einer Potion abwirft und dieser dann explodiert, eine Effektwolke verursacht, welche wie die einer Lingering Potion funktioniert. Allerdings gibt es einen Effekt, für den man zwar keine Potion brauchen kann, es aber trotzdem eine solche Effektwolke von einem Creeper gibt. Und das ist der Clawing-Effekt. Dafür muss man nur einen Creeper mit einem Spectral Arrow abschießen, wodurch er anfängt zu leuchten. Wenn er dann mit dem Effekt explodiert, entsteht diese Effektwolke, die dir selbst und jedem anderen Mob auch den Clawing-Effekt gibt, obwohl es in Minecraft Clawing gar nicht als Potion gibt. Wenn du meine anderen Faktenvideos gesehen hast, dann kennst du den Trick, mit dem man unendlich lange sprinten kann, ohne Hunger zu verlieren. Einen ähnlichen Trick habe ich vor ein paar Tagen entdeckt, mit dem man unendlich lange unter Wasser atmen kann. Dafür muss man nur im Wasser schwimmen und einen Fisch schlagen. Wenn deine Luftblasen dann weniger werden, tauchst du knapp unter die Wasseroberfläche
Oberfläche, sodass du aber noch im Wasser bist und die Luftblasen laden sich automatisch wieder auf. Das ist aber noch nicht alles, denn wenn du so weiterschwimmst, bis deine Luftblasen wieder aufgebraucht sind und du dann nach unten tauchst, werden sie wieder komplett aufgefüllt. Und das kannst du unendlich lange wiederholen und musst nie wieder aus dem Wasser raus. Ein weiterer hilfreicher Trick für dich ist, dass du beim Benutzen von Schwertern nie wieder Haltbarkeit verlierst, indem du, sobald du schlägst, auf deine Offhand wechselst, wodurch der Schaden auf das Mob zwar übertragen wird, aber keine Haltbarkeit verbraucht wird. Das Ganze funktioniert auch mit allen anderen Tools, wie zum Beispiel Spitzhacken, denn wenn du beim Abbauen im richtigen Moment auf die Offhand wechselst, baut sich der Block ab, aber deine Spitzhacke verliert keine Haltbarkeit. Das waren nur die ersten 10 Fakten und es kommen noch so viele mehr, die du noch nicht kanntest. Kakteen wachsen ja normalerweise in Wüsten, aber hast du schon mal einen Kaktus gesehen, der einfach in einem Ozean gewachsen ist? Dafür muss man nur diesen Turm mit irgendwelchen Blöcken bauen und diesen dann von unten nach oben mit Kakteen ersetzen, bis er die Oberfläche erreicht. Nojok, mir kann niemand sagen, dass er das wusste. Der Kaktus ist aber nicht die einzige Pflanze, die kein Problem damit hat, in Wasser zu wachsen. Sugarcane kann im Gegensatz zu Kakteen sogar direkt in Wasser gesetzt werden, allerdings nur auf Erd- und Sandblöcke, die mindestens einen freien Block neben sich haben. Also hier geht es, hier auch, hier genauso und hier sowieso, aber hier eben nicht. Frag mich bitte nicht, wieso das so ist, ich weiß es doch auch nicht. Ach ja, und den nächsten Fakt sollte jetzt auch niemand mehr überraschen. Sugarcane lässt sich nämlich auch in Lava platzieren, ohne dass es kaputt geht. Eisbären können extrem viel Schaden machen, wenn sie dich einmal angreifen. Aber wusstest du, dass du Eisbären einfrieren kannst, indem du sie schlägst, während sie sich aufrichten, kurz bevor sie dich hitten? Es kann ein, zweimal dauern, aber wenn du es richtig timest, wird der Eisbär dich einfach nur noch anschauen und nichts mehr tun, solange du ihn auch nicht mehr schlägst. Enderman kann man ja normalerweise nicht mit Fallen abschießen, da sie sich sofort wegteleportieren, bevor du sie triffst. Wenn du aber einen Enderman in ein Boot ganz nah an eine Wand setzt und auf ihn schießt, passiert etwas ganz Komisches, denn dein Pfeil fliegt einfach durch die Wand durch. Keine Ahnung, wozu das hilfreich sein kann, aber jetzt weißt du, dass es funktioniert. Das Advancement Old Betsy erhältst du, wenn man einen Crossbow benutzt und einen Pfeil damit irgendwo hinschießt. Allerdings bekommst du es nicht, wenn du einen Crossbow benutzt, der beim ersten Schuss direkt kaputt geht. Ein weiteres Advancement, was mit Crossbows zu tun hat, ist Who's the Pillager Now, das du bekommst, wenn du einen Pillager mit einem Crossbow killst. Durch die Tatsache, dass man neben Pfeilen auch Raketen in einen Crossbow laden kann, könnt ihr euch bestimmt schon denken, was passiert, wenn man einen Pillager damit abschießt. Man bekommt das Advancement dadurch auch einfach nicht. Wither, wie auch alle anderen untoten Mobs, bekommen durch Healing Potions Schaden. Aber wusstest du, dass das nicht für Arrows of Healing gilt? Das hier ist der stärkste Healing Arrow, den es gibt, welchen jeden untoten Mob one-hittet. Aber ein Wither macht ja irgendwie nur so viel Schaden wie ein normaler Pfeil. Im Gegensatz dazu hier die stärkstmögliche Healing Potion, die dem Wither gar nicht so gut tut. Dragon Breath kannst du ganz einfach mit Glasflaschen vom Boden aufsammeln, nachdem der Drache auf dich geschossen hat. Allerdings bekommt man von jeder Dragon Breath Wolke jeweils nur 6 Flaschen. Eine Möglichkeit, unendlich viele Flaschen davon zu bekommen, ist es, den Drachen direkt vor seinem Maul auszumelken, was eindeutig effizienter ist. Wo wir gerade vom Ender Dragon reden, wenn du den Drachen das erste Mal besiegst, dann mit Hilfe von roten Mushrooms alle Endportalblöcke sowie das Endgateway abbaust und dann den Drachen wiederbelebst, kannst du ein zweites Drachenei bekommen. Dafür musst du bloß während des Wiederbelebungsprozesses aus der Welt rausgehen und direkt wieder drauf joinen. Als nächstes wartest du genau eine Minute, bis automatisch ein neuer Drache spawnt. Wenn du ihn jetzt besiegst, bekommst du neben dem zweiten Drachenei auch genauso viele Level wie vom ersten originalen Drachen. Zusatzfakt: diese geilen Cosmetics für den Badline Client bekommst du für 10% weniger über den Link in der Videobeschreibung in meinem Shop. Selbst wenn du dich etwas mit Redstone auskennst, könnte der nächste Fakt für dich neu sein. Jede Schallplatte hat eine eigene individuelle Redstone-Stärke, wenn man sie in eine Jukebox legt. So hat zum Beispiel die Schallplatte namens 5 die maximale Signalstärke von 15 und die Schallplatte namens 13 hat die geringste Signalstärke von nur 1. Und falls du dich mal gefragt hast, wieso manche Schallplatten nur nach Zahlen benannt sind, habe ich jetzt die Antwort für dich. Die Schallplatte 5, 11 und 13 ergeben eine Geschichte über Minecraft, die man sich anhören kann, wenn sie gleichzeitig zusammengespielt werden. Zuerst legst du die Schallplatte namens Ward in eine Jukebox, welche ein perfektes Intro und Outro für die restlichen 3 Schallplatten ist. Danach wartest du 5 Sekunden, um im Anschluss die Schallplatte 5 in eine weitere Jukebox zu legen. Nach weiteren 6 Sekunden legst du die Schallplatte 11 ein, da jetzt insgesamt 11 Sekunden vergangen sind und 2 Sekunden später Schallplatte 13, da es nun 13 Sekunden seit der ersten Schallplatte sind. Und so hört sich das Ganze dann an. Es lohnt sich auf jeden Fall selbst, die komplette Geschichte einmal anzuhören, wobei du die Schallplatte Ward theoretisch auch weglassen kannst, da sie eher nur ein Intro, Outro und etwas Hintergrundmusik addet. Wenn du auf einem Bett springst und sich über dir eine Trapdoor befindet, sieht es so aus, als würde sie dich magnetisch anziehen, da du kurzzeitig in der Luft schweben bleibst. Ein weiterer Fakt, der mit Springen zu tun hat, ist, dass du fallenden Tripstones einfach ausweichen kannst, indem du im richtigen Moment nach oben springst und sie dir so keinen Schaden machen können. Wir haben ja schon gelernt, dass Creeper beim Explodieren Cloying als einen Lingering-Effekt hinterlassen können. Aber wusstest du, dass man einem Creeper auch einfach jeden Potion-Effekt geben kann und dadurch eine Wolke aus allen Effekten erzeugen kann, durch die man das Advancement of Furious Cocktail bekommt, wenn man durch sie läuft?
Aus irgendeinem Grund ist Wasser, welches du zwischen 4 Pressure Plates setzt, höher als wenn du es zwischen 4 Rails platzierst. Und falls du dich jetzt fragst, was passiert, wenn man 2 Pressure Plates und 2 Rails verwendet? Ja okay, also das hätte man sich denken können. Einen Lodestone kann man dafür verwenden, um ihn mit einem Kompass zu verlinken, damit dieser immer auf den Lodestone zeigt. Da ein Lodestone aber unter anderem mit einem Netherite Ingot gecraftet wird, kann das schon ziemlich teuer und aufwendig werden, wenn du mehrere Lodestones haben willst. Dafür gibt es aber einen sehr nicen Trick. Zuerst stellst du einen Lodestone dort auf, wo der erste Kompass hinzeigen soll. Dann legst du ihn in eine Schalker-Kiste und baust den Lodestone ab. Der Kompass in der Schalker wird weiterhin auf die Position zeigen, wo der Lodestone mal stand. Von da an kannst du das Ganze mit dem gleichen Lodestone so oft wiederholen, wie du willst. Am Ende hast du eine ganze Schalker mit benannten Kompen, die auf unterschiedliche Orte zeigen und das alles nur mit einem Lodestone. Wenn du wissen willst, ob auf einem Server ein anderer Spieler in deiner Nähe ist, dann musst du bloß Tab drücken und wenn dort der Kopf eines anderen Spielers etwas komischer als normal aussieht, dann ist er auf jeden Fall etwas weiter weg von dir. Das liegt daran, dass der zweite Layer eines Skins nicht in Tab angezeigt wird, wenn der dazugehörige Spieler sich nicht in deiner Render Distance befindet. In einem anderen Minecraft-Fakten-Video habe ich dir ja schon gezeigt, dass Drowns nur durch den Wurf ihres Tridents Villager infizieren und zu Zombie-Villagern verwandeln können. Diese Methode, Villager zu zombifizieren, kann man sich noch effizienter zu nutzen machen, indem man einen Drown dazu bringt, seinen Trident durch Lava auf einen TNT-Block zu werfen. Dadurch wird der TNT-Block gezündet und fällt nach unten, wo du bereits ganz viele Villager in einem Wasserbecken gesammelt hast. Mit der Explosion werden alle Villager auf einmal zombifiziert und du kannst sie im Anschluss heilen. Okay, jetzt ein paar komische Dinge, die mir in den verschiedensten Minecraft-Strukturen aufgefallen sind. Es fehlt immer Wasser in den Brunnen von Wüstendörfern. Keine Ahnung, ob das so sein soll, weil es in Wüsten so heiß ist und dadurch das Wasser eher verdampft oder es einfach ein Fehler ist. Ich überlasse die Entscheidung einfach mal euch. Es kann aber auch sein, dass die Villager eines Spruce-Dorfes das Wasser für sich geklaut haben und in ihren Brunnen geschüttet haben, beziehungsweise neben ihren Brunnen, denn es gibt immer eine zusätzliche Wasserquelle an dieser Stelle neben dem Brunnen eines Spruce-Dorfes. Weiter geht es in einem Savannendorf, in dem die Villager wohl nicht die besten Bilder sind, da sie in ihrer Schmiede einen Block haben, der irgendwie nicht in die richtige Richtung zeigt. Wenn das Acacia-Wood nämlich andersrum orientiert wäre, sähe es auf jeden Fall besser aus. Das ist zwar nur ein kleiner Fehler, aber du wirst das Ganze nie wieder übersehen, wenn du in ein Savannendorf gehst. Items, die mit Curse of Binding oder Curse of Vanishing verzaubert sind, können weder von einem Grindstone noch durch Zusammencraften oder irgendwas anderem entfernt werden. Das gilt allerdings nicht für eine Carrot oder Stick. Wenn man die nämlich so lange auf einem Schwein verwendet, bis die Karotte aufgefressen wurde, bekommt man eine normale Angel zurück, die keinen Curse mehr auf sich hat. Wenn du nur ein bisschen von Physik verstehst, dann solltest du eigentlich denken, dass ein Trident, der in aufsteigende Water Columns geworfen wird, auch nach oben abgelenkt wird. Allerdings passiert genau das Gegenteil und seine Flugkurve geht nach unten. Im Gegensatz dazu wird ein Trident, der in absteigende Water Columns geworfen wird, stark nach oben abgelenkt. Das ergibt irgendwie alles gar keinen Sinn. Willst du so eine Biene in deiner Base haben, die sich die ganze Zeit im Kreis dreht? Dafür musst du bloß eine beliebige Blume in ein kleines Loch platzieren, darüber einen Block setzen und die Biene wird versuchen, an diese Blume zu kommen, was darin endet, dass sie sich ewig lange auf diesem Block im Kreis dreht. Im letzten Video habe ich euch 80 echt besondere Seeds vorgestellt und gezeigt, dass jedes Hauptmenüpanorama ein echter Seed in Minecraft ist. Aber das Hauptmenüpanorama der 1.17 ist gefaked, denn dort sind Amethysten zu sehen, die auf normalen Amethystblöcken stehen. Amethysten können aber nicht natürlich auf normalen Amethystblöcken wachsen, sondern nur auf budding Amethystblöcken. Also wurden diese in dem Bild von Mojang-Mitarbeitern dort extra platziert. Jeder sollte wissen, dass man Iron Golems mit Eisen-Ingots heilen kann, wenn man sie rechtsklickt. Dadurch wird er auch optisch repariert und die Risse in seinem Körper verschwinden. Aber wusstest du, dass man diesen Prozess auch mit Healing und Regeneration Potions sehen kann? Irgendwie ist das logisch, aber irgendwie habe ich auch nie darüber nachgedacht, dass das funktioniert. Mit Silk Touch kann man ja alle Blöcke so abbauen, wie sie vorher rumstanden. Allerdings gilt das nicht für Infested Stone Blöcke, in denen Silberfische drin sind. Wenn man solche Blöcke nämlich mit Silk Touch abbaut, bekommt man einfach die normale Variante des Blocks ganz ohne Silberfische. Irgendwie ergibt das keinen Sinn. Was genauso wenig Sinn ergibt, ist ein Creeper, der mit diesem Command einen Totem hält. Man sollte ja denken, dass der Creeper jetzt seine eigene Explosion wegen dem Totem überlebt. Aber naja, das ist nicht der Fall. Das war erst die Hälfte der Fakten und wenn du mich jetzt abonnierst, siehst du auch noch die andere Hälfte. Also, du siehst ja auch so, aber ach egal. Wusstest du, dass Endcrystals nicht explodieren, wenn Tripstone auf sie fällt? Bei fallenden Anvils explodieren sie aber schon. Ein weiterer Fakt zu Endcrystals ist, dass sie sich direkt wegteleportieren, wenn man sie auf das Bedrock von Endgateway setzt. Könnte ganz nett sein für eine Falle gegen deine Freunde. Okay, kommen wir zu ein paar interessanten Tubes, die in der 1.20 noch funktionieren. Mit diesem Trick kannst du das wohl am wenigsten verwendete Item in ganz Minecraft duplizieren. Dafür packst du einfach 4 Tripwire Hooks an 4 Trapdoors, legst einen String dazwischen und springst auf ihn. Das Ergebnis sind 2 zusätzliche Tripwire Hooks, die du dann bei einem Fletching Villager verkaufen kannst. Ein Fletching Villager gibt dir außerdem Emeralds für Strings und für die gibt es auch ein Tube. Dafür brauchst du nur hier einmal Wasser, dort 2 Tripwire Hooks und 3 Strings für den Anfang. Und jedes Mal, wenn das Wasser die 3 Strings wegspült, bekommst du ein extra String dazu. Jetzt 2 Tubes, die du in der 1.8 verwenden kannst. Da kannst du nämlich jedes Item tupen, indem du es zuerst auf den Boden droppst, dann in dem Moment, wenn du es wieder aufnimmst,
aufnimmst, aus der Welt gehst und danach direkt wieder joinst. Der nächste Dupe ist etwas schwieriger. Dafür musst du erstmal diese Redstone-Konstruktion aufbauen, dann hier einen Chest-Minecart setzen, den Knopf drücken und so schnell wie möglich das Item, was du tupen willst, in und aus dem Minecart shiften. Dein originales Item liegt jetzt auf dem Boden und dein getuptes Item mit der roten Null ist in deinem Inventar. Jetzt musst du diesen nur noch in einen Dispenser legen und ein paar Mal mit dem Hebel spammen, bis du ein echtes getuptes Item bekommst. Man kann nur 6 unterschiedliche Patterns innerhalb eines Looms auf einem Banner packen. Der Ominous Banner von den Pillagern besteht allerdings aus 8 Patterns. Also wie genau haben die diesen Banner erstellt? Wo wir gerade bei den Pillager-Bannern sind, mir ist nie aufgefallen, dass bei einem Raid der Raid-Captain den Banner bei seinem Tod verlieren kann und ein anderer Pillager diesen Banner aufheben kann, sodass er zum neuen Raid-Captain wird. Wusstest du, dass es möglich ist, diese geheime Tür zu bauen, indem du einen Pfeil in die Ecke zwischen 2 Blöcke schießt, da die Hitbox des Pfeils durch diese durchgeht und auf der anderen Seite eine Pressure Blade aktivieren kann? Wenn du einen Axolotl an die Leine nimmst und ihn an einen Zaun festbindest und das angebundene Axolotl mit einem Wassereimer aufnimmst, bleibt die Leine an dem Zaun. Allerdings bekommst du die Leine ab jetzt nie wieder, weil, naja, die ist halt irgendwie weg. Keine Ahnung warum. In meinen anderen Minecraft-Fakten-Videos hast du ja schon gesehen, von wie vielen Mobs Babyschildkröten angegriffen werden. Allerdings war die Liste bisher immer noch nicht komplett, denn auch Hunde, Füchse und Katzen greifen Babyschildkröten an. Okay, das ist ein Fakt, den ihr vielleicht alle schon kanntet, aber mir war wirklich nicht bewusst, dass man Hanging Roots bekommt, wenn man Rooted Dirt mit einer Hoe rechts klickt. Es kann aber auch daran liegen, dass Hanging Roots eines der unbekanntesten Blöcke in Minecraft sind. Wusstest du, dass es möglich ist, dass du direkt von Minecraft aus global von allen Multiplayer-Servern gebannt werden kannst? Das ist dieses Jahr einigen Spielern passiert, die Server von Streamern gecreeft haben. Du kannst diesen Bedrock-Käfig nur mit einem Iron Block entkommen. Dafür musst du den Iron Block nur in Iron Ingots umcraften. Dann craftest du dir eine Iron Trapdoor und eine Iron Pressure Blade. Die restlichen 3 Ingots brauchst du ab da gar nicht mehr. Du platzierst die Trapdoor hier, die Pressure Blade daneben, stellst dich auf die Pressure Blade, damit du in die Schwimmposition gehst. Danach legst du dich noch einmal auf die Trapdoor, sodass deine Hitbox halb auf der Pressure Plate und halb in der Trapdoor ist. Und dann musst du nur noch aus dem Bedrock-Käfig rausspringen. Diese einzigartigen Minecraft-Caves besitzen jeweils nur ein Spieler. Das Japanese Translator Cape hat nur der Spieler Cheapshot, da er ein japanischer Übersetzer für Mojang war. Das Bait Cape hat Mr. Messiah dafür bekommen, dass er die Better Lightning Mod entwickelt hat. Das Snowman Cape gehört Julian Clark aufgrund des Splash-Textes Bring Me Ray Cokes, welcher ein englischer Fernsehmoderator war. Sein Patensohn hat selbst Minecraft gespielt und Notch dieses Bild mit ihm geschickt, wie er ihn, naja, entführt hat oder so. Das Prismarine Cape wurde Tralkus dafür gegeben, dass er die erste Prismarine Textur komplett neu überarbeitet hat. Das Millionth Customer Cape hat Akronman One, da er der millionste Minecraft-Spieler war. Das DB Cape gehört dem Videospielkommunisten Danny B-Style, von dem Notch ein großer Fan war. Und dann gibt es noch das Birthday Cape von Craig Bizzo, von dem man nicht genau weiß, weshalb er es hat, aber ich vermute mal, dass es etwas mit seinem Geburtstag zu tun hat. Okay, Zeit für noch mehr Tubes. In der 1.10.2 kannst du diese Redstone-Konstruktion bauen und wenn du im richtigen Moment das Item aus dem Item-Frame klickst, dann dupliziert es sich. In der 1.11 kannst du mithilfe eines Esels, den du mit einem halben Herz gleichzeitig in ein Endportal und in Lava schickst, alle Items duplizieren, die du zuvor in die Kiste des Esels gelegt hast. In der 1.16 kannst du einem Baby-Piglin eine Schalkerbox mit Items geben, ihn dann auf ein halbes Herz bringen, ihm ein Gold-Ingel zuwerfen und wenn es beides in den Händen hält, ihn killen, wobei es 2 Schalkerboxen droppt. Und zuletzt in der 1.17, wenn du mit einem vollen Inventar ein Item so oft umbenennst, bis der Anvil kaputt geht, wird das umbenannte Item dupliziert. Aus meinen anderen Minecraft-Fakten-Videos solltest du ja wissen, dass ein Vindicator, den du in Johnny umbenennst, alle Mobs außer Illager angreift. Der einzige Mob, der kein Illager ist und auch nicht angegriffen wird, ist ein Ghast. Das Search Protector Advancement bekommst du, wenn du durch eine Lightning Rod verhinderst, dass ein Villager zu einer Hexe verwandelt wird. Allerdings musst du dafür nicht unbedingt auf ein Gewitter warten, bis ein Blitz einschlägt, wenn du eine Skeleton Horse Trap findest. Wenn du diese nämlich auslöst, kommt an der Stelle ein Blitz bei egal welchem Wetter, welcher dir das Advancement geben kann. Sahen die Decorative Pots noch so aus und man musste sie über Feuer zusammensetzen. Das Konzept wurde allerdings verworfen und durch das jetzige Zusammencraften ersetzt. In den neuen Trail Runes allerdings gibt es jetzt eine Feuerstelle, die genau so aussieht wie aus dem ersten Trailer. Eine Kerze kann exakt im gleichen Moment angezündet als auch wieder gelöscht werden. Dafür musst du nur diese kleine Konstruktion aufbauen und deine Wasserflasche durch die Lava auf die Kerze werfen. Es sieht zwar so aus, als wäre die Kerze nie angewiesen, aber
der Observer sagt das Gegenteil. Du kannst andere Spieler komplett von Servant bannen, indem diese eine Schalkerbox voller Bücher in ihr Inventar bekommen, welche alle mit einem speziellen Zeichen gefüllt sind, welche in der Masse zu viele Informationen für den Server sind, wodurch der Spieler permanent von dem Server gekickt wird und nicht wieder joinen kann. Das ist eine geheime Minecart-Strecke, die zuerst unvollständig aussieht, aber dadurch, dass Matt kein voller Block ist, fällt ein fahrendes Minecart durch den Boden auf die darunterliegende Schiene und fährt einfach weiter. 2025 soll ein Live-Action-Film von Minecraft in die Kinos kommen und Jason Momoa, den du vielleicht von Aquaman kennst, wurde für die Rolle von Steve gecastet. Jeder Sound von Baby Mobs ist eine höher gepitchte Version des ausgewachsenen Mobs. Aber aus irgendeinem Grund hat nur ein Baby Eisbär einen eigenen Sound, wenn man ihn schlägt. Nach offiziellen Informationen zum 1.16 Update gab es wohl mal richtiges Netherite-Ohr, wodurch man direkt Netherite-Ingots bekommen hat. Die Piglins haben allerdings den gesamten Nether schon danach abgefarmt und jetzt gibt es nur noch Ancient Debris, das man zu Netherite weiterverarbeiten kann. Aus irgendeinem Grund zoomt man für eine Sekunde aus dem Spyglass raus, wenn man zu lange durch es durchschaut. In einem meiner letzten Minecraft-Fakten-Videos hast du ja gesehen, dass Worried Pandas sich die Augen bei Gewitter zuhalten. Aber sie haben noch ein weiteres Geheimnis, denn sie trauen sich auch nicht, Kuchen zu essen. Ich habe übrigens auch nie verstanden, wieso Pandas überhaupt Kuchen essen sollten. Ich meine, ist das nicht irgendwie ungesund für die oder so? Wenn du auf einen Armor-Stand normal zuläufst und ihn schlägst, passiert nichts. Aber wenn du auf ihn zu sprintest und schlägst, dann fliegt er etwas weiter nach hinten. Verschiedene Blöcke unter Noteblocks erzeugen verschiedene Sounds. Aber wusstest du zum Beispiel von einem Conduit, dass er unter einem Noteblock den gleichen Sound produziert wie ein Glasblock, obwohl er nicht mal den Noteblock berührt? Wenn man einmal einem Beacon einen Effekt zuweist und dann die Blöcke der Pyramide abbaut, behält der Beacon den Effekt so lange, bis die Pyramide wieder vollständig ist. Striders brauchen Lava, damit sie sich wohlfühlen, aber wusstest du, dass du einfach Moss Couples über Lava setzen kannst, welche nicht verbrennen und Striders so über sie laufen können, als wären sie in Lava? Wenn du Excited ZE in das Crafting Book eingibst, dann ändert sich alles in Piratensprache. Eine Animation, die ziemlich nervig sein kann, ist die des Nether-Portals, wenn du in einem stehst, aber du kannst sie ganz einfach entfernen, wenn du den Effekt Nausea hast. Der gibt dir zwar genauso viele Kopfschmerzen, aber der Portaleffekt ist zumindest weg. Wenn es Nacht ist und du auf einem Pferd sitzt und von da aus ein Bett rechts klickst, wirst du dich nicht in das Bett, sondern daneben auf den Boden legen. Hasen können deine angebauten Karten vom Feld klauen. Soulfire macht doppelt so viel Schaden wie normales Feuer. Du kannst braune und rote Mushrooms scheren. Und anscheinend sagen die Kühe, du sollst jetzt unbedingt noch das letzte Video anschauen, in dem ich 80 krasse Minecraft-Seeds zeige, von denen du sicher überrascht bist, dass es sie wirklich gibt.